Nee, geht nicht. Ich verstehe nicht, warum. Der Chat wird immer ausgeblendet. Kannst du mich hören hier? Ich hoffe ja, auch hier, dass das hier mit Mikrofon funktioniert. Ja, es geht hier, aber nicht auf Twitch, da wo es eigentlich geplant war. Der Chat geht immer aus. Keine Ahnung, woran das liegt. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, ihr könnt mich erstmal hier auf jeden Fall hören. Das wäre schon mal nice. Aber anscheinend, ja. Ja, es ist sehr, sehr seltsam. Ich weiß nicht, woran das liegt. Keine Ahnung. Weil das war geplant und so weiter und so fort. Und ja. Da sollte das ja so ein bisschen anders laufen und so weiter auf Twitch und da geht es um alles und irgendwie, aber es geht einfach nicht und ja. Ja, hier geht der Chat, aber ich bin ja jetzt auch, ne, bei YouTube, nicht bei Twitch mehr. Master of the Universe sind weg. Ja. Ja, habe ich da jetzt weggenommen, ja. Kann ich ja mal wieder dahinstellen. Vielen Dank, vielen Dank. Immer schön zu hören. Ja, ich habe den einfach mal hier, den Roberto Ugolini in der Hand hier. Oxford, der stand hier. Ich hatte den nochmal unter der Nase geführt heute. Ist ja, soweit ich weiß, jetzt ausverkauft. Also diese Version. Auch hier, auch, oder auch dieser Wert. Formuliert. Rosso Pompei ist gut. Sehr guter Duft. Habe ich letztens erst vorgestellt im Top 10 Video und ja. Ist ein sehr nicer Duft. Hier ist er. Ich wollte ihn jetzt nicht da hinten hinstellen. Ja, der alte Skeletor. Ja. Aber, ja, schade eigentlich, ne, was diesen Duft angeht. Oxford von Roberto Ugolini. Was ist hier los? Auch der Chat jetzt weg. Nee, ich dachte schon. Hier kann ich nur leider immer, muss ich immer wieder hin und hier bei YouTube bleibt der Chat immer nicht drin. Hyperkite, ja, sagtest du, glaube ich, schon, ne? Layton, wie gesagt, kann ich nicht sagen. Ich habe nur die ältere Version und die hält gut. Es ist jetzt nicht 15-Stunden-Ding, aber auf jeden Fall 8 bis 10 Stunden hält der gut durch, würde ich mal sagen. Also sehr, sehr nice auch da. Moin. Man sieht, das läuft hier alles wunderbar, aber eben nicht bei Twitch. Warum auch immer. Die Tour, oder wieder ausgesprochen, die Tour Noir ist natürlich für diesen Preis wirklich einmalig gut. Und das ist schon, sag ich mal, Bombe. Was kam der? Was habe ich bezahlt? Ich weiß das gar nicht. 14 Euro. Ja, sehr geiler Duft. Habe ich zweimal hier stehen. Also, das ist schon sehr hardcore. Parfümst du mal eine Sedley, liebt deine Frau. Ja, guck mal, das ist doch sehr geil. Also, Sedley ist auch ein sehr cooler Duft und sollte man, wer ihn noch nicht kennt, auf dem Schirm haben. Unbedingt. Ja, habe ich gemerkt, aber nicht mal eine halbe Stunde. Oh, dass das hier mal wegspringt, das nervt mich. Krochen und gefüllt, ja. Das ist schade, ja. Mimo, das ist ein sehr, sehr guter Duft von MFK.
Kann man aber nicht immer tragen, finde ich. Sehr, ja, süß auch und sehr präsent. Aber es ist ein sehr geiler Duft, einer der besten von ihnen. Aber ich würde natürlich zum Beispiel Baccarat Rouge ist noch ein, na, ist genauso gut, ne? Oder Oud Zart im Oud ist natürlich, der Rosendorf ist schon hardcore gut. Warum werden immer mehr Düfte reformuliert? Ja, weil die EU möchte, dass die Inhaltsstoffe geändert werden. Warum, weshalb, kann auch ich nicht sagen. Da kann man sich es denken, wie man möchte. Und manche krebserregenden Stoffe müssen raus, die da drin sein könnten. Allerdings sind sie trotzdem manchmal noch drin. Nicht in jedem Duft, also keine Angst, aber hauptsächlich viele Sachen, die einfach schädlich sind. Aber ganz ehrlich, man könnte auch an Zigaretten rangehen oder an Alkohol, das wird nicht gemacht. Man geht dann einfach mal an Düfte ran und Antidovierung ja jetzt und so weiter. Das ist fast alles immer so ein bisschen nicht, finde ich. Ja, und deswegen musste der leider auch reformuliert werden. Genauso wie der 17 Rosso und noch einer war da, glaube ich. Sehr schade. Ich meine, gut, ich weiß nicht, ich werde sehen, ob ich den neuen auch teste. Der ist auf jeden Fall sehr nice. Holzig, cremig. Schade. Ich glaube, ausverkauft aktuell. Hatte Kai, glaube ich, im Status heute. Oder gestern war, ich weiß es schon gar nicht mehr. Ja. Guck mal hier, jetzt stoppt hier der Chat. Hier stoppt er nicht, aber er blendet sich aus und wird nicht mal eingeblendet. Also heute läuft es ja richtig wunderbar, muss ich echt sagen. Richtig stark. Jupp Om, ja. Ich weiß nicht, wie lange du auf meinem Kanal bist, Lars, aber das ist einer meiner. Ja, ich habe da 7 Flakons von. Ich habe auch noch die Erstauflage mit der Kornblume. Hammer Duft immer noch. Und auch die neue Version, aktuelle Version, ist immer noch sehr stark und richtig nice. Uzademut riecht für mich vergammelt. Ne, ist ja schade, aber ne, das kann ich nicht sagen. Bei mir jedenfalls nicht. Aber wie gesagt, jede Haut ist auch anders. Man kann echt keine Designerdüfte mehr kaufen, alle reformuliert. Ja, aber es sind nicht nur Designerdüfte, die reformuliert werden, sondern auch Nischendüfte werden auch reformuliert. Also im Endeffekt, ja. Als Mann Frauendüfte nutzen, okay. Ja, wenn, kommt von welchen Duft, würde ich mal sagen. Also zum Beispiel Black Orchid funktioniert wunderbar. Ist ein kompletter Damenduft, aber ist gut, funktioniert richtig gut. Warum wird das hier immer ausgeblendet? Kann man eigentlich überhaupt noch Parfüms kaufen in der heutigen Zeit? Ja, warum sollte man nicht Düfte kaufen sollen? Black Gemstone ist ein geiler Duft. Habe ich auch hier, habe ich glaube ich nur einmal, glaube ich, vorgestellt. Ich glaube, ich hatte Black Gemstone einmal in den Düfte der Woche drin. Das ist ein sehr geiler Duft. Selten riecht man nicht so oft. Dunkler Duft natürlich, klar, Black Gemstone. Aber schon sehr nice, würde ich mal sagen. Welcher Duft von Rammstein gefällt dir am besten? Rosenrot. Ich würde gerne ein bisschen mehr antworten, aber erstmal, alles geht so und so nicht, aber es wird immer ausgewählt. Ich muss hier immer mit der Hand ran. Ja, auf der anderen, auf den Twitch geht der Stream gar nicht, da sage ich schon. Und hier muss man selber das machen. Nein, den neuen Stronger With You habe ich noch nicht. Ja, YouTube und Twitch haben sie auf mich abgesehen. Irgendwie ja. Muss ich das Beste draus machen. Wäre das kürzer, aber immerhin einmal kurz live und da muss ich mal sehen, mal nachlesen, ob das noch andere hatten. So, was hältst du von Valentino Born in Roma, Yellow Dream? Kenne ich noch nicht, Lars. Wollen wir den Elixier schon getestet? Nein, demnächst aber. Kommt demnächst.
Oliver Valverde, nee, kenne ich nicht. Also Orion kenne ich, aber ich weiß nicht, ob ich kenne nur, also von Nishane, Alter, diesen Orion, aber Afnan Ud ist angekommen und etwas gut gemeint, der haut dezent in die Ferne. Ja, der ist, aber komm mal, der ist schon nice, oder? Wird irgendwann ein Duft von dort kommen. Ich hatte das ja schon so oft erwähnt, wenn es passt und man hat so, naja, ich kann da noch nicht, ich werde da jetzt nichts zu sagen erstmal. Moustache oder Parfüm eingestellt. Nicht, dass ich wüsste. Wie heißt der Friedhofsduft, den du letztes vorgestellt hast? Ingres Noir von La Luc. Oud for Greatness oder Oud Wood? Kann man nicht ganz, finde ich, vergleichen, aber denn in dem Fall Oud Wood von Tom Ford. Steinkraut ist Oud, kenne ich nicht. Ingres Noir, genau. Mancera oder Montal? Naja, dafür, das ist, sind ja Brüder, sind schon ein bisschen Ähnlichkeiten haben sie schon miteinander. Ich würde aber Montal vorziehen. Ich kenne von Montal mehr, deswegen kenne von Mancera nur den Red Tobacco. Wie findest du das 50 Cent Parfüm Power? Kenne ich nicht. Ich weiß gar nicht, ob es das hier gibt. Ich bin der Meinung, es gibt es ja nur in den USA. Nein, erstmal wird es von Tom Ford Releases wahrscheinlich nichts auf meinen Kanal geben, weil ich habe so viele Sachen noch und da muss ich auch alles holen oder dann erstmal sehen, was anliegt überhaupt. Aber ich finde auch die letzten Zeit, muss man mal gucken, bin ich nicht so, also ich weiß nicht, Tom Ford, ihr wisst ja, ich mache Tom Ford das, was ich habe, was kommt. Ich oder so gekommen ist, ich bin mir da nicht so sicher. Gefällt mir alles nicht ganz so irgendwie. Ich habe aber auch nicht alles getestet. Peter Peach oder wie der da heißt, Peter Peach habe ich schon gar nicht getestet mehr. Und der letzte, glaube ich, war Lost Cherry und F Fabulous. Ja. Wurde Mandarino eingestellt von Tom Ford? Welch? Nee, ich glaube nicht. Wen sieht sie lieber? MFA Gainsbourg? Beide mit 17 ziemlich schwierig, diese MFK-Düfte, Mimo, bin ich der Meinung. Also schwer. Ja, Oud Wood Alternative ist Dunhill ein Icon. Ja, das absolute stimmt, aber dann würde ich eher den Versace Noir oder wie der heißt. Versace heißt ja Noir, ich weiß das gar nicht. Der ist besser. Die Macht von Gracewell, was trägst du heute? Wenn ich dir das sage oder euch sage, was ich heute trage, bringt die Düfte der Woche nichts. Deswegen kann ich das nicht sagen. Ja. Hol dir Satimut von MFK. Meinst du jetzt mich? Ich habe den Duft. Den habe ich. Wie findest du Louis Vuitton Ombre Nomade? Habe ich. Sehr guter Duft. Sehr nicer Oud-Lederduft. So viel komme ich leider nicht hinterher hier. Search of Elba Pur oder Kirke von Tjerzan Terenci. Welchen würdest du nehmen, wenn du mal den Lieblingshaus außer vor lässt? Ich muss sagen, dass der Erba Pura süßer ist und ich nehme das immer außer Acht im Endeffekt, auch wenn Search of mache ich es, ne, ist klar, geile, meine Lieblingsbrand, aber der Kirke ist einfach mit den Pfirsich, finde ich ihn sehr, sehr nice und er ist eben nicht ganz so süß, kann man mehr tragen als Mann.
Lieblingsduft von Prada Luna Rossa Reihe. Ja, das ist auf jeden Fall der Sport, weil ich mit denen am meisten Komplimente bis jetzt bekommen habe, von allen Düften. Außer nehme man Nexus. Nexus auch, aber sonst wirklich der Prada Luna Rossa Sport ist wirklich, warum auch immer, sehr nice. Issey Miyake, ich habe jetzt, glaube ich, nicht einen, doch einen Duft habe ich, glaube ich, weiß jetzt nicht welchen, ist in Ordnung. Habe ich jetzt aber nicht so im Kopf, demnächst wieder was zu kaufen oder so. Wie findest du Noir de Noir von Tom Ford? Ist gut, habe ich aber verkauft, weil der wäre sonst bei mir irgendwie ja, kaum zum Tragen gekommen. Ist eher, finde ich, für eine Frau geeignet. Sonst normalerweise interessiert mich das nicht so wirklich, aber da ist irgendwie, er ist gut, aber jetzt auch nicht best. Da war noch was mit hier. Givenchy Pie ist natürlich sehr nice. Auch die aktuelle Version. Nexus und Frühling tragbar, ja, aber nicht mit ein Sprüh oder zwei höchstens. Finde den Holzhof von Easy super. Ja, der hat auch einen eingestellten. Ich weiß jetzt nicht, wie der heißt. Der ist auch sehr nice. Das ist eine Frage. Vintage Roma, Vintage Background und was war das noch? Job Om. Dadurch, dass man Job Om und Roma, obwohl, nee, Job Om benutzt man am meisten, aber Roma Vintage ist. Also normalerweise hätte ich das Background gesagt, aber mit Roma fing alles an, mit den Vintage und so weiter und so fort, deswegen Roma. Was ist männlicher Los Cheri oder Noah Extreme? Das ist eine gute Frage, ehrlich gesagt. Finde ich wirklich gut. Ich würde aber Los Cheri, da ist nicht wirklich so männlich, man kann sie beide tragen, aber ich finde den Noah Extreme kann man, wie ich immer schon sage, ganz selten tragen. Wirklich ganz, vielleicht einmal im Jahr oder so. Das muss auch passen. Frühlingsdüfte 2022. Das Video wird ja kommen. Und ja. Moleküle Nummer 1. Okay, da, ja. Also, gib den, oder ja, wirklich, gib den Zeit. Alle, die den kaufen wollen, die ganzen Moleküle-Düfte, gib die Zeit. Also, mein Nummer 1 habe ich wirklich ein Jahr. Ich mochte den wirklich ein Jahr nicht, habe ihn rumstehen lassen. Ha, und der wirklich nice jetzt. Er ist wirklich gut. Wirklich gut. 63 Leute online hier, Leute. Das ist ja schon mal nice. Nein, den neuen Givenchy habe ich nicht. Reserve habe ich noch nicht getestet. Mandorlo de Sicilia, meinst du? Ja, ich finde ihn gut. Nee, nee, ich finde ihn sehr, sehr gut. Im Sommer kommt der richtig gut. Den kannst du auch als Mann tragen. Wie gesagt, ich komme hier nicht hinterher. Das wird immer ausgeblendet von. Ich muss dann immer hier die ganze Zeit so hängen. Das ist, ja. Wie findest du Gucci Intense Oud? Sehr gut. Wurde aber auch reformuliert. Top 3 Initio. Ja, Rehab. Doch, Rehab. Schwer. Rehab, Oud for Greatness und Oud for Happiness. Ich kenne aber auch nicht alle. Sehr interessant, Leute, hier. Fleischwurst kenne ich nicht. Wie gesagt, hier wird irgendwie nicht alles eingeblendet, schon klar. Deine Lieblingsdüfte von Afnan, ja, das sind ja wirklich Supremacy. Also alle, ich finde die alle gut. Es wird eventuell noch der Gold kommen. Und den gibt es in Heaven noch. Ich habe ja, wie gesagt, das, den normalen Silver, den Not Only Intense, dann den in Oud. Ja, und die anderen werden eventuell. Ach so, nee, den Weihrauchdufter. Wie heißt er denn, Mann? Keine Ahnung. Ja, das, da gibt es noch einen. Der ist auch übrigens nice. Kommt in Interlude Man ziemlich nah. In Wonder 1908. Vielen Dank für 10 Euro. Ne? Vielen Dank. Super.
Freut mich sehr. Sehr nice. Incense, genau, das war der, genau. Der Supremacy Incense, den kann ich euch nur ans Herz legen, jetzt schon mal. Hi, ich grüße dich. Ich habe mir diese Woche zwei Düfte, jetzt geht das wieder weg, oh, gekauft. Einmal Chanel Egoist Platinum, sehr geiler Barbershop-Duft. Und einmal Cartier, den Cartier kenne ich immer. Den habe ich früher vor zig Jahren gerochen, deswegen kann ich leider da keine Antwort drauf geben. Aber der Platinum Egoist ist sehr geil. Bester Killian kann ich dir nicht sagen, weil ich bin kein Killian-Fan. Mache ich nicht so gern. Wie findest du Ralph Lauren Polo? Red Extreme. Süß habe ich auch noch hier rumstehen. Der müsste voll sein. Den habe ich mal, ich glaube, auf dem, den habe ich in Norwegen mal gekauft, glaube ich. Auf dem Kreuzfahrtschiff oder, nee, auf dem Kreuzfahrt, irgendwo in Norwegen oder auf dem Kreuzfahrtschiff habe ich den gekauft. Oder auf Sylt, ich weiß ja schon nicht mehr. Aber ich, ja, es ist ein süßer Duft. Kann man machen. Denkst du, man kann Kuba Gold als der Kuba Gold, ja, ich muss jetzt gerade Kuba Gold erstmal einsortieren. Ja. Also das ist Kuba Gold ist der. Es gibt ja nur ein Million von denen und ein Le Male Dupe. Dein bester Tipp war Concentrate von Baldessarini. Okay. Ist ein geiler Duft, ja. Sehr nice. Kommt ja jetzt wieder der Frühling. Und da kann man den wieder sehr, sehr gut nutzen, würde ich mal sagen. Der neue Dior Homme Sport 22 ist auch gut geworden. Okay. Kann ich dir nicht sagen. Ist die Iris da drin? Die ist ja auch bestimmt weg, oder? Mimo, vielen Dank. Ich hoffe, ich gebe mein Bestes, sage und versuche euch immer so gut wie es geht, wirklich ja, die guten Düfte zu sagen. Den Rasai Daja, oder wie der ausgesprochen wird, kenne ich, müsste ich jetzt lügen, ob ich den habe, weiß ich nicht. Also ich habe ihn schon tausendmal gehört, es kann auch sein, dass ich den habe, aber das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ultramehl oder Le Male Parfüm. Le Male Parfüm bevorzuge ich. Ich muss immer wieder her. Cisada kenne ich nicht. Welche Duftnote? Ja, Duftnote habe ich nicht. Also, da müsste ich wirklich überlegen. Also ganz ehrlich, ich mache Oud sehr gerne, aber manchmal geht Oud auch nicht. Und deswegen ist das schwierig, das direkt zu sagen, welche muss ich. Ich überlege mal zwischendurch. Da fällt mir jetzt gar nicht. Iris. Hä? Iris. Ich verstehe nicht. Du hast viele Iris-Düfte. Ja, Iris finde ich aber gut. Welche Duftnote mag ich nicht, war die Frage. Nicht. Nicht. Schweiß. Was? Duftnote, Mann. Hier ist so viel Text. Warum blendet das YouTube nicht ein? Verdammt nochmal. Deine Top-U-Düfte. Ja, da kann ich hier jetzt nicht sagen. Keine, diese Fragen muss ich als Video beantworten. Erstmal ist das schwer und dann hier so reinzuhauen. Beste Aventus-Klon. Aventus verwässert ohne Ende. Also das Thema werde ich demnächst mal nächste Woche, denke ich, oder übernächste Woche wird ein großes Video nochmal kommen zu diesen Herren hier. Ihr kennt ja meine Meinung. Ich werde aber auch die neue Version 22 testen. Also werde ich mit allen Klonen, wie sie hier, diese Herrschaften und noch welche. Ich werde mal ein großes Video machen über Creed und seine sogenannten
Ja. Wie sie auch sind, wie sieht man auch Zwillinge, Klons etc. pp. Und der neue Creed 22 wird dann bis dato angekommen sein und dann werde ich das mal testen. Das ist hier noch die 2.15er Version. Die ist natürlich sehr nice und hält immer noch sehr gut. Und wie gesagt, ich werde den vergleichen, alle anderen Zwillinge plus die neue Version. Und dann, ja. Ich traue keinen Influencern, YouTubern, Influencern, außer dir. Ja, vielen Dank, das hoffe ich doch. Das wäre nice. Scannel ist sehr geil. Und wie gesagt, nochmal sorry. Erstmal, ihr schreibt sehr viel, ich finde das sehr geil. Ich kann natürlich nicht auf jede so schnell antworten. Vor allem nochmal, ich wollte, die jetzt erst reingekommen sind, ich wollte eigentlich auf Twitch live gehen. So, das war eigentlich geplant. Da geht aber der Stream nicht, also beziehungsweise der Chat nicht. Und hier wird er immer ausgeblendet. Das heißt, ich muss immer hier hängen. Ist ein bisschen schwierig heute. Also zu später Stunde nochmal ein Start. Ja, es geht ja jetzt. Ne? Ein Augenblick noch. Wie gesagt, ich habe es ja gerade erzählt, ich wollte auf Twitch live gehen. Ich hoffe, das nächste Mal. Leider funktioniert da nicht alles. MFK Ud kenne ich nicht. Ich kenne nur den Ud Zarte Mut. Den normalen Ud kenne ich nicht. Prada Luna Rossa Black ist gut, ein schöner Irisduft, aber wenn es um Irisdüfte geht, dann würde ich einen anderen bevorzugen. Zum Beispiel Prada Lom, klar, Prada Lom Intense ist eventuell eingestellt worden, also nochmal zuschlagen. Ja. Hast du vor, ein eigenes Parfüm auf den Markt zu bringen? Die Frage kommt sehr oft. Ich werde da im Moment nichts zu sagen. Ne, erstmal bringt Kaya, soweit ich weiß, ne, seinen Duft auf den Markt und so weiter und so fort. Und dann, wir schauen mal. Ich sag einfach, ihr kennt das doch. Ich sag das doch so. Ich glaube, du weißt das doch so und so, glaube ich. So viele Sachen immer im Kopf. Eventuell, mal gucken. Auf jeden Fall sage ich da noch nicht so viel zu. Ja. Kreisduft wird spannend, glaube ich. Ja, das gehe ich auch stark von aus. Und mehr kann ich dazu aber auch noch nicht sagen, logischerweise. Aber ja, ich gehe von aus, dass das auf jeden Fall sehr spannend wird. Duftklasse der 80er Lagerfeld. Ja, Lagerfeld ist natürlich Chorus, Lagerfeld, Lagerfeld Classic heißt er ja, finde ich jedenfalls gut. Na, sag schon, Background hatten wir heute auch schon. Background sehr, sehr nice. Also schon geile Dinger. Magst du noch Creed Royal Oud? Hast du die neuen Batches? Nein, die neuen Batches habe ich nicht ausprobiert. Werde ich auch nicht, weil mein alter 2015er von Royal Oud ist noch halb voll. Und das soll auch so bleiben. Den benutze ich sehr, sehr selten. Ist einer meiner Lieblingsstifte. Und gucken wir mal. Also wenn der leer ist, gucken. Ich will es eigentlich. Der hält noch, der hält noch. Was kostet 120 plus? In Dork hast du noch andere Ordo Parisis. Ja, ich habe den Seminalis habe ich hier. Teroni habe ich auch hier und Mega mehr. Das sind eigentlich die drei, die ich hier habe. Ich glaube, Teroni weiß ich gar nicht. Doch, ich glaube, ja. Mega mehr ist einer der stärksten Düfte, die es überhaupt gibt. Ne, sage ich immer wieder. Allerdings muss ich sagen, also für einen aquatischen, frischen Duft ist es der stärkste überhaupt. Aber man muss ein bisschen aufpassen. Nachhinein ist mir das auch aufgefallen. Er riecht also so ein bisschen schwitzig. Das ist ein bisschen schwierig. Das muss man mögen. Aber er ist nicht mehr der stärkste Duft in meiner Sammlung. Also. Er war aber der stärkste Duft. Aber als frischer oder als aquatischer ist er natürlich der stärkste. Mit. Tobias, Tom Ford Eau Soleil Blanche oder lieber Soleil Blanche. Kann ich dir nicht sagen, weil ich nur einen kenne. Ich weiß inzwischen aber schon nicht mehr welchen. Deswegen. Nein, Louis Vuitton habe ich Pur Oud nicht getestet. Karlai noch tragbar nach der Reformulierung, kann ich nicht sagen. Ich weiß nicht, ob meiner ist, ich finde, der hält 10 Stunden. Meiner hat eine gute Ausstrahlung, darf man nicht so viel raufsprühen.
hattest du, glaube ich, auch gesagt. Welche? Parfums de Mali Kalai. Oh ja, bitte nicht. Und ich glaube, also ich kenne den, die ganz neu kenne ich nicht. Oh Leute, ich finde das cool, dass ihr so schreibt. Mich ärgert das, dass das hier nicht wirklich funktioniert. Bitte, bitte verkauft den Job Om mit der Kornblume, bitte. Ich habe einen schon verkauft, aber die ich jetzt habe oder die zwei behalte ich logischerweise. Der ist nicht noch von Opa. Nee, der nicht. Das tut mir leid, Alois, das wird nichts. Ich verstehe nicht, warum das hier nicht, heute nicht funktioniert richtig. Ist alles drin. Nice shit. Gibt es einen Duffy J. Sander Sunman nur mit besserer Silage und Haltbarkeit? Nee, glaub nicht, weil für mich ist das einfach ein herrlicher Strandduft, Sonne, Bodylotion oder hier diese Sonnencreme. Da gibt es wirklich keinen besseren. Ich habe den in 200 ml, ja, dann sprühst du den nach. Der kostet ja auch nicht so viel. Ja. Der 120 Euro Aventus, was war das? Aventus-Klon ist Emperor Extractive, kenne ich nicht. Ja, das wollen wir ja nicht. Also so viel möchte ich jetzt auch nicht, schon gar nicht für ein Duftzwilling ausgeben. Wie gesagt, ist das große Video. Ich habe ja schon, Aventus stellt jeder vor. Es wird auch öfters vorgestellt, das ist klar. Vor allen Dingen, ne, jedes Jahr geht es immer von Anfang los, wieder und neu. Jeder Batch ist anders, bei jedem Duft. Nur ich werde jetzt nochmal wirklich ein ganz großes Video der nächste Woche oder übernächste Woche machen, wie gesagt. Und ein Batch, da kann ich gleich vorweg sagen, ein Duftzwilling für 120 Euro würde ich mir nicht kaufen. Also Fakt ist, ich kann jetzt schon sagen, trotzdem ist Creed, auch wenn ich schimpfe, es bleibt immer bei. Ich habe meine Meinung zu Creed, ne, das sage ich dann nochmal im Video ausführlicher, aber was sie machen, ist nicht in Ordnung alles und so schön und so, aber trotzdem hat Creed Aventus trotzdem seine DNA weiter drin, gleich vorweg, und die sind auch nicht in den Dupe-Zwillingen drin. So, das ist das Einzige, wo ich sage, okay, das merkt man schon. Ja. Ja gut, nah dran und EZ, das ist hier und hier, guck mal, das ist das Parfüm. Ihr kennt ja hier das Eau de Toilette, die beiden, ich weiß jetzt nicht welche, aber eine ist die vor 4 Jahren gekauft, vier, fünf, sechs Jahren, irgendwie so. Dann eine von 2020 oder 21 sogar und hier die Special Edition als Parfüm, Club de Nuit. So. Ja, wie gesagt, ich werde in dem Video was dazu sagen, zu diesem Duft so und so, den habe ich noch nicht vorgestellt. Moin Horst. Und ja, Sauvage Elixir Parfüm Version. Das ist, also Sauvage Elixir sehr, sehr nice. Also mir gefällt die Lakritznote sehr da drin. Ich habe ein paar Search of Düfte, will sie aber nicht so schnell aufbrauchen. Weißt du, wie lange so ein Duft bei perfekter Lagerung hält? Herstellerangabe sind 36 Monate. Ja, was die da sagen. Die wollen nur, dass du auf jeden Fall das aufbrauchst. Die haben auch gesagt, zum Beispiel, den habe ich seit 2015, der muss in 1 Jahr oder 1,5 Jahren aufgebraucht werden. Ich habe den jetzt, wie gesagt, seit 2015, was haben wir jetzt, 22, und es ist alles easy und alles super. Und dunkel lagern, am besten 18 bis 20 Grad. Das klappt natürlich im Sommer nicht, es sei denn, du hast eine Klimaanlage. Aber Hauptsache dunkel und trocken, nicht in Badezimmer, Leute, ne, und so weiter. Meine Frau macht das immer gern, aber schön ist es nicht. Passiert irgendwie auch nicht, reden auch viele, aber man sollte das nicht machen. Ist auch nicht so schön. Luftfeuchtigkeit hoch, kalt, warm und so weiter. Deswegen Parfümschrank oder, ja. Sockenschublade.
Sockenschublade, ja. Später, am Anfang wollt ihr die natürlich hinstellen, kann ich verstehen, aber umso mehr ihr habt, gut, oder in meinem Fall, dann, ne, das wird vielleicht, wenn das hier alles mal fertig ist, habe ich ja gesagt, ich bin ja ein Umbau, dann wird das alles vernünftig gemacht. Aber normalerweise könnt ihr das auch in den Schrank machen, weil damit sie nicht in der Sonne stehen. Gut, die stehen bei mir jetzt nicht in der Sonne oder im Licht, da ist es egal, aber dann halten die auch. Natürlich nicht in der Sonne oder im Licht oder auch kein Parfümschrank mit Licht. Nicht gut, weil warm. Deswegen, das Thema hatten wir schon mal. Ich hatte das, glaube ich, auch auf Twitch letztens, mal ganz kurz. Wenn ihr in der, normalerweise rate ich ja jeden, geht auch mal in den stationellen Handel, weil kauft da, weil das ist besser als immer nur online. Sonst hat man irgendwann keine Läden mehr. Nur. Bei Parfüm ist es inzwischen sehr strange, weil die Leute oder da steht das Parfüm immer im Licht. Und wenn ihr mal darüber fährst, ist es so warm. Ich habe schon nicht gekauft, aber dort gerochen, Düfte, die gekippt waren, Düfttee. Und das ist nicht schön. Ja. Würde gerne 360 Red für den Frühling holen. Bitte mir noch unsicher. Nee, brauchst du nicht. Machst du Acqua di Gio? Das ist Acqua di Gio in besser. So. Weil würziger, bessere Haltbarkeit und absolut geiler. Hol dir den 200 ml, weil der Sprüher dort besser ist. Ist so. Der ist dort besser. Ah. Danke für deine Arbeit, danke für die Düfte entdeckt. Nicht dafür, ne? Nicht dafür. Doc, der UDV Flash würde ich begeistern. Ich habe den sogar, glaube ich. Ich müsste den haben, ja. Besser Duft der 80er Jitsanda, mehr in Two. Habe ich nicht mehr im Kopf. Welcher Duft tut viel Männlichkeit ausstrahlen? Also welcher Duft hat sehr viel Männlichkeit? Also für mich, es gibt viele Düfte, die sehr, sehr, sehr viel Männlichkeit ausstrahlen. Starke Oud-Düfte etc. Aber für mich ist es einfach Chorus von Yves Saint Laurent. So, das ist einfach einer der männlichsten Düfte. Und Air Tiger inzwischen auch. Aber ich finde einfach, dass Chorus einfach den, ja, diesen Mann wieder gibt. Am besten dieses Männliche. Man muss das mögen, alles, ne? Aber ja. Dracar Noir, ja. Aber nicht so, also Chorus ist einfach dieses Animalische. Früher haben die Frauen da drauf weg, die standen da drauf. Da ist was drin, was die Frauen und heute noch und selbst nicht nur ältere Damen, sondern wirklich auch jünger stehen, wirklich manchmal noch auf Chorus. Natürlich riecht der anders, ist sehr animalisch, blumig. Jetzt früher war wirklich sehr animalisch, aber habe ich auch noch die alte Version. Aber das ist, glaube ich, nicht. Ich weiß nicht, wer hier jetzt. Ist für euch nicht so wirklich, aber. Moin, Dennis, eine schöne Grüße aus Elmshorn. Ja, Grüße nach Elmshorn. Ja, vielen Dank, Justin. Ich werde so weitermachen. BVB hat die Meisterschaft aufgegeben. Okay. Keine Ahnung. Süle kommt doch hier. Ach, der kommt erst nach der Saison. Wir haben die Meisterschaft noch nicht aufgegeben, weil wir Erster sind in Spanien und ja, BVB, keine Ahnung. BVB gibt ja öfter in Deutschland, was soll ich da noch zu sagen, in der Bundesliga? Stronger with you intensity, den Kaufwert. Ja, wenn man allgemein ist, diese Reihe, den Kaufwert, wenn man wirklich auf süße Düfte steht. Dieses Karamell, sorry, muss man mögen. 2008 Batch. Oh. Also ich in Hala Madrid beste, ja. So muss das sein. Ich kenne jetzt keinen. Ich kenne jetzt keinen schlechten Batch von Job Om. Daher, ja. Alois, ich habe doch schon geantwortet drauf. VfL Bochum wird eh Meister. Und das weißt du auch tief in deinem Herzen. Ja,
Das hatten wir ja schon mal, glaube ich, ne? Das Scannel ist am Anfang, denkt man wirklich, pff, aber dann ist es wirklich nice. Was heißt nice? Also ist das Rad ist ja nicht neu erfunden worden. Wenn man Bock hat auf einen süßen Duft, dann ist er gut, das meine ich. Tupacolor von Dior Privé Line. Habe ich ein Video gemacht. Noch gar nicht so lange her. Muss man mal gucken. Geiler Duft. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Montal Dark Vanilla, was da oben war, glaube ich, habe ich, kenne ich nicht. Wie findest du One Million Elixir? Kann ich noch nicht sagen, kommt diese Woche an. Du Dog, eine Frage, wie findest du das Parfüm Sadik in Voltaire? Also welche von denen? Also, ja, ich kenne nicht, kann ich, also ich kenne den Iris, ich weiß nicht, welcher das jetzt ist und diese Vanillesoße da, sag ich schon. Das ist Ass, glaube ich, und dann noch einen, sonst kenne ich keinen, deswegen. Iceberg Twice, okay. Okay, ja. Lohnt sich das Geld für den Tom Ford Vanille Tabacco? Du meinst Tabacco Vanille? Natürlich. Sehr geiler Duft immer, wird er immer bleiben. Dior Elixir ist Kacke, okay. Ja, ich finde ihn sehr gut. Das ist Ass, heißt er. Ja, ich glaube, ich verwechsel die immer. Givenchy Gentleman, sehr geiler Duft. Wie findest du den Afternoon Swim? Kenne ich noch nicht. Ich kenne von Louis Vuitton ehrlich gesagt nur den Ombre Nomade und irgendeinen Duft mit Beach. Irgendein Beach. Und die leichte Version von Ombre Nomade. Ich habe das nicht im Kopf bei Louis Vuitton. Ombre Letter oder Ombre Letter Parfüm? Ah, Ombre Letter. Das Parfüm ist gut, aber hat zu wenig, das ist noch weniger Dampf als das andere schon. Vielen Dank, da oben war was. Ja, vielen Dank auf jeden Fall. Danke dir, bester Mann. Noch eine Frage, was hältst du von Rosendo mit? Kenne ich nicht, kenne ich nicht. Vidien-Düfte oder wie die ausgesprochen wird, kenne ich zwei nur. Und das ist London und das ist New York, glaube ich. Nee, Quatsch. London auf jeden Fall und noch ein. Also London ist sehr, sehr, sehr geil. Aber das ist auch wieder. Wenn ich mich nicht ganz irre, wieder eine Ähnlichkeit zu Tuscan Leather. Nur aber anders, anders. Zeig doch irgendwann mal die Parfümeriesammlung deiner Frau. Ja, das wird eine relativ kurze Nummer. So kurz nicht. Stimmt. Ein Mittlerweile paar schon. hast du ja. Victor & Wolf's Beißbaum ist gut. Beste 40-Euro-Duft. Da gibt es viele. Beste Tuscan Leather. Sehr geil. Und Meinung zu Killian Intoxicated oder wie der Schwachsinn da heißt. Nein, ich bin kein Killian-Fan, wirklich. Also den Duft finde ich gut, weil er ist ja ein leichter Zwilling von A-Man, von Mugler, aber im Endeffekt sogar besser als der Mugler. Aber sonst bin ich wirklich, ich mache noch, wie heißt der, Back to Black, glaube ich. Der ist so gut, aber es ist für mich nicht der beste Honigduft. Der beste Honigduft ist Bee von Zoologist oder Zoologic oder wie auch immer. Infrared ist sehr geil. Da ist wieder was Gutes irgendwie gekommen. Finde ich gut. Aber wenn ihr richtig Spice Bomb, guck mal, also wenn ihr, gut, der Infrared ist nice auch. Klar, könnt ihr auch holen. Ist mal ein bisschen was anderes. Sonst das Extreme. Und natürlich, wenn ihr richtig die Luxusvariante haben wollt, dann von Initio den Rehab. Ja, das ist einfach. Ja. Das ist der Paco Rabanne Pour Homme für 40, okay, das ist der grüne alte, ne? Ja, den gab es schon mal günstiger, aber ich glaube, im Moment geht das ja nicht mehr so runter. Der ist so weit in Ordnung, ja. Wenn das 100 ml sind, ja. Gut, Leute, 45 Minuten, wie gesagt, wir machen denn jetzt hier mal Schluss. Vielen Dank, dass ihr da wart. Fakt ist auf jeden Fall, ich wollte auf Twitch live gehen. Nun bin ich hier live gegangen, weil Twitch nicht ging. Für Leute, also Leute, wenn ihr auf Twitch noch nicht da seid, dann folgt mir auf Twitch. Das ist einfach eine andere Community. Da ist man auch mal länger live. Da geht es auch noch um andere Sachen. Da sabbelt man überhaupt mal über, nicht nur auch nicht über Düfte. Das kommt alles da und so weiter und so fort. Und ja,
Wie ich den Rosso Pompei finde, habe ich in dem letzten Video der starken Düfte, Teil 2, wie heißt er, Beast Mode oder über 10 Stunden, musst du mal gucken, da habe ich den vorgestellt. Den habe ich aber öfter schon in der Liste drin gehabt. Sehr guter Duft, hält ewig. Ja, Leute, dann mach's gut und wie gesagt, kommt rüber nach Twitch, ist auch sehr nice. Da ist es einfach entspannt, dann noch anders, wenn natürlich der Chat funktioniert. Und ja, möge Gott dich segnen, ich bin ein guter, vielen Dank. Und ja, das hoffe ich, finde ich immer sehr schön, dass ihr dabei wart. Es waren 73 Leute, glaube ich, hier bei, jetzt sind noch 53, richtig nice. Und ja, dann mach's gut und ja, haut rein, es ist jetzt 10 und dann, ja, macht was Schönes noch. Okay, dann bis zum nächsten Mal.